Nächste Frage stellt der Abgeordnete Sieber. Bitte sehr. Guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Österreich, Europa und die Welt, wir sind nicht von einer Krise, sondern vielmehr von einer multiplen Krise betroffen. Ob das nun die Pandemie ist, die noch bei weitem nicht überwunden ist, ob es dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine ist und daraus resultierend diese Schwächeln der Lieferketten, die dazu führen, dass wir eine massive Teuerung erleben. Die österreichische Bundesregierung hat sich ja sehr früh und sehr schnell zu umfangreichen Hilfspaketen für die Menschen entschieden. Wenn man den Vergleich mit anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, hernimmt, dann sieht man, dass wir schnell und umfangreich geholfen haben. Und das ist eben sehr wichtig gewesen, schnell zu helfen, denn wer schnell hilft, hilft doppelt. Aber es war uns eben auch die soziale Treffsicherheit ein großes Anliegen. Und Herr Bundeskanzler, meine Frage wäre, wie werden sozial schwache Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Pensionisten, Familien und Alleinerzieher, die von der aktuellen Teuerung am stärksten betroffen sind, unterstützt und entlastet? Herr Abgeordneter, ich weiß ja, dass Sie sich schon viele Jahre gerade für Interessen der Familien einsetzen und auch da besonders der sozial Schwachen. Deswegen danke hier für Ihren Einsatz auch in diesem Reformpaket, dass es gelungen ist, hier Entlastungsschritte zu setzen, die breit aufgestellt sind. Auf der einen Seite, wenn es darum geht, Menschen, die von geringen Einkommen betroffen sind, wie es Arbeitslose, Mindestpensionistinnen etc. Pensionisten sind, durch 300 Euro Sofortentlastung. Dann 500 Euro für jeden und jede in einem Haushalt, Antiteuerungsbonus, Klimabonus. Darüber hinaus für die Familien, die jetzt von all diesen Folgen natürlich betroffen sind, die zusätzliche Familienbeihilfe in Höhe von 180 Euro zu bestehenden dazu. Also es ist eine 13. Familienbeihilfe, die erhöht ausgezahlt wird, und das Zusammenwirken soll erreichen, dass gerade der schwierige Schulstart auch damit abgefedert wird. Darüber hinaus der Familienbonus, schon von mir erwähnt, tatsächlich einer der stärksten familienpolitischen Entlastungsmaßnahmen von allen, die Lohnsteuer zahlen und damit zum Gesamtwohl im Staat beitragen. Das sind von 1.500 Euro auf 2.000 Euro pro Jahr pro Kind. Das ist echtes Geld, das den Eltern helfen soll. Und darüber hinaus die Erhöhung des Kindermehrbetrages, 550 Euro vorgesehen, wird auf 2022, also auf dieses Jahr, auch schon vorgezogen. Zusatzfrage? Herr Bundeskanzler, Österreich hat sich eben dazu entschieden, schnell und rasch zu helfen, monetär zu helfen. Das Geld kommt bei den Familien an. Als Familiensprecher möchte ich mich auch bedanken, dass hier gerade für die Familien ein derart umfassendes Paket geschnürt worden ist. Warum, Herr Bundeskanzler, haben wir uns dazu entschieden, nicht mit Preisobergrenzen und mit Mehrwertsteuerabsenkungen zu arbeiten? Also zum einen, Herr Abgeordneter, ist es total nachvollziehbar, dass Preisdeckel, Preisobergrenzen verführerisch als die beste Lösung erscheinen. Aber es ist eben eine einfache Lösung auf eine komplexe Frage, die dann nicht immer funktioniert oder gar nicht funktioniert oder sogar zu einem Negativeffekt führt. Was meine ich damit? Wenn wir über Preisdeckel zum Beispiel nachdenken, auch bei Lebensmitteln, so ist die Fragestellung in vielfacher Art und Weise komplex, wie es so umgesetzt werden kann, dass auf der einen Seite das Angebot nicht verknappt wird, dass die Bäckerei weiter wirtschaften kann und dass dann tatsächlich die Menschen etwas davon haben, eben die Ware beziehen zu können. Warum ist das komplex? Würde man einen Preisdeckel zum Beispiel beim Brot einführen und legt das fest, ein Kilo Brot so und so viel Euro, und es verändern sich aber für den Bäcker die Produktionskosten, weil die Grundsubstanzen dafür einfach immer teurer werden und die Grundprodukte immer teurer werden, dann kommt es zu einer Angebotsverknappung, weil es nicht wirtschaftlich ist für den Bäcker, tatsächlich das Brot herzustellen. Wenn das wiederum kommt, kommt es zu einem Umsatzrückgang. Durch den Umsatzrückgang sind auch Arbeitsplätze in der Bäckerei gefährdet. Das ist das, was ich damit meine. Weil das Ziel muss immer sein, der Deckel an sich soll den Konsumenten entlasten beim Kaufen der Ware, das Unternehmen aber gleichzeitig nicht gefährden in seinen Wirtschaften. Und das ist der Grund, warum wir direkt helfen und nicht derzeit die Variante der Preisdeckel wählen.